Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum nächsten Let's Play Part, liebe Freunde von Tormentum. Nämlich haben wir hier, wir haben gerade alles entstaubt, ja fast alles entstaubt. Und böses Kätzchen, böse. Sie wollte, dass wir alle Gemälde, beziehungsweise drei Gemälde zerschneiden. Psst, du Dummkopf, wozu die Mühe? Du hättest sofort die Skizzen klauen können und es käme auf das Gleiche hinaus. Er hört uns doch so oder so nicht. Es ist doch fast taub. Mau. Scheiße, wir haben die Messer nicht. Ich dachte gar nichts. Ich dachte, wir könnten mit dem Messer nichts mit der Katze machen. Hier hinter wäre es. Tja. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt können wir hier rausgehen. Nach links? Ne, raus, runter. Und dann nach draußen, nach unten. Ich glaube, jetzt können wir zum Schmied. Der Maler hat die Kathedrale verschlossen. Er schätzt seine Privatsphäre über alles. Dann gehen wir jetzt mal erstmal zum Schmieden. Die baumeln hier auch noch herum. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal zum Schmied müssen. Auch nochmal nach rechts. War die Tür schon längst offen? Die war doch sonst immer zu, oder? Ich sehe, du hast bereits die Skizze des Schwertes. Zum Schmieden brauche ich aber noch das Sternenerz. Suche in der Kapelle westlich der Kathedrale. Ja, danke dir. Westlich der Kathedrale. Okay, dann gehen wir nochmal zur Kathedrale hin. Also hier. Wir haben aber nichts, womit wir... Scheiße, wir müssen glaube ich wieder hier nach vorne hin. Hier links kommen wir nirgendwo hin. Hier rechts, also hier links kommen wir nicht hin und hier rechts auch nirgendwo. Die Leiche eines der Kämpfer. Ach Mann, das tut mir sowas von leid. Ach ja, das hatten wir ja schon, ja. Es tut mir leid. Wir von BP und den Ölplattformen sagen, es tut uns leid. Es tut uns leid. Hm. Diese Tasten, ja. Also hier kommen wir jetzt erstmal nicht dran. Sprechen wir noch mit dem. Hörst du das Rauschen? Genau. Hier spielt sich eine große Schlacht ab. Wir wurden von den Rittern aus dem Schloss angegriffen. Sie wurden angetrieben von ihrer Besessenheit, um das Böse auszumerzen. Ein Wesen hat ihn da... Achso, das hatten wir ja schon. Ja, aber wo soll er denn hin sein, dieser Icarus? Ja, wir können das Element nicht einfach umstellen. Hm, toll. Ja, aber wo muss der denn sein, dieser Icarus? Hm. Ich glaube, wir müssen nochmal hoch auf den Hügel. Also irgendwie sagt mir das, dass wir nochmal auf jeden Fall irgendwie auf den Hügel müssen da oben. Als ob wir irgendwas übersehen hätten. Irgendwas, ich weiß nicht was. Irgendwas jedenfalls. Ja, im Inneren befindet sich hier nichts. Das ist schon mal klar. Ein schweres Metallteil. Es wird mir nicht nützen. Gehen wir nochmal nach geradeaus. Ja, endlich die gemeißelten Hände. Ja, aber... Wir können mit denen hier leider nichts machen. Mit denen haben wir ja auch schon gesprochen. Da passiert ja auch nichts. Also wirklich einfach nur... Wird da rumgesessen. So. Wir haben aber wirklich nichts. Ach, war mal rechts. Genau, da kommen wir zum Schmieden. Der Icarus ist da oben. Das hast du davon. Ich erkenne dein Gesicht.
Du bist es. Danke noch einmal für das Ei, welches du mir gebracht hast. Wie du siehst, war mein Glück von kurzer Dauer. Der Geschmack des stürmischen Ei hat erneut in mir das verborgene Verlangen geweckt. Ich wollte mehr und das Schloss bot so viele Eier an. So viele. Alles verloren durch meine maßlose Gier. Jetzt bitte ich dich nur noch, mich in Ruhe sterben zu lassen. Klar, kein Problem. Ich war Zeuge dessen, wie kleine Begierden zu großen Tragödien führen. Ohne viel Zeit zu verlieren, begab ich mich zu dem zerstörten Dorf, um das Ergebnis meiner Suche zu berichten. Hast du den geflügelten Verräter gefunden? Soll ich sein Versteck preisgeben oder schweigen, um somit diesen Unglücksvogel zu schützen? Er hat alle angegriffen. Was machen wir? Was machen wir jetzt? Verraten wir ihn? Oder sprechen wir? Er wollte ja eh in Ruhe sterben. Aber der ist ja recht tückisch. Also, er hat ja alle umgemerzt und deswegen wäre er auch nicht die Frau. Wir verraten ihn. Hervorragend, bevor er den Geist abgibt, wird er für seine Sünden bezahlen. Ich habe auch einen Hinweis für dich. Deinen weiteren Weg zeigt dir Musik auf. Hey, Vogel, können wir dich anklicken? Nee, geht nicht. Was haben wir hier? Das ist eine Art Notenblatt. Ich versuche, das zu spielen. Aha, es klappt doch noch. Aber. Ach so, geht leider nicht. Da fehlt mir noch ein Ton. Beziehungsweise ein oder zwei Noten noch weiter tiefer. Naja, egal. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier. Sorry, mein Handy ist gerade angegangen. Frag mich wieso. So, jedenfalls müssen wir diese Noten nachspielen. Und wie es scheint, sind die auch noch auf den Kopf. Jetzt ist die Frage. Müssen wir zuerst das hier spielen und dann das hier? Oder müssen wir das jetzt einfach komplett so spielen? Das ist jetzt gerade die Frage. Also hier ist ja dieses komische Ding, das ist hier unten. Das heißt, das muss zuerst gespielt werden. Und das ist eine halbe Note. So, und da das ja hier in die Richtung müssen wir... Also genau, dann müssen wir zuerst zweimal das hier spielen, also... Wo ist der hier hin? Achso, mit dieser Spitze. Oh Gott. Genau, das muss der hier sein. Okay, nochmal. Zack, zack, zack. 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 Großes, dickes Dreieck. Großes, dickes Dreieck. Das kann jetzt nur das hier nochmal sein. Nee. Noch ein dickeres. Ach, das hier. Gibt es noch ein anderes? Was ist das hier mit so einem komischen... Zwei Töne unten. Plus halber. Ey. War das nicht richtig? Okay, schauen wir uns das nochmal ganz genau an. Also das ist auf jeden Fall ein E dann. Also E, E, G. Ja genau, E, E, G. Ach Quatsch, das ist der hier gewesen. Also nochmal E, E, G.
Dann war das hier auf jeden Fall. Nee, das war wieder eine volle. Oh Gott. Am besten, man zeichnet sich die nochmal auf, aber ich bin gerade zu faul, um die aufzuzeichnen, deswegen versuche ich das so zu machen. Es ist klar, dass die hier auf jeden Fall in der Richtung sein müssen, wie die leere Note. So, und jetzt muss das sozusagen in der Gegenrichtung sein. Dann müsste es das hier auf jeden Fall sein. Nicht wahr? Sieht doch richtig aus. Genau. So, und dann ist da hier dieser Dreier-Notenleiter, also diese Dreier hier, diese. Da muss das hier auf jeden Fall sein. Da haben wir auch außersehen, glaube ich, den da rechts genommen gehabt. Und danach kommt der hier dran. Also spielen wir es nochmal nach. Und dann kommt der hier dran. Der hier dran. Und dann der hier dran. Dann kommt der hier nochmal dran. Dann kommt ein dicker. Nein, das ist der dicke. Der dünne. Ich stelle mich gerade wirklich wie ein Vollidiot an. Dang. Nochmal. Zack, zack. Zack. Jetzt dieser Dreier-Notenleiter einmal und dann das Ding hier. Ich sag Notenleiter jetzt gerade dazu, ist mir sowas von egal, ich weiß, was das ist. Jetzt brauchen wir das hier. Gibt's überhaupt einen Notenleiter? Ich bin gerade sowas von verwirrt. Hört nicht auf mich, hört am besten gar nicht auf mich. Warte mal, wir haben gerade dieses Zweier-Ding gemacht, jetzt brauchen wir wieder dieses Einer-Ding. Das hier nämlich, jetzt eine halbe Note und das hier und dann wir. Cool, wir haben's. Oh, endlich. Scheinbar war dies die richtige Melodie der Reihe. Aber ah, verdammt, das war so schnell. Scheiße, was ist passiert? Ey, geil, wir haben das Teil. Dann können wir endlich dieses eine Rätsel machen. Ja, das hatten wir alles schon. So, jetzt sind wir hier drin, ne? Jetzt kommen wir endlich mal hier ein bisschen so. So, es passt. Nun muss ich die Platten richtig anordnen. Das scheint ja schon ganz gut zu passen. Das kommt auf jeden Fall. Ach, so sieht es aus. Ach komm, denn ernst? Okay, naja, sollte ja eigentlich, glaube ich, nicht so. Das sieht eigentlich schon mal gar nicht so verkehrt aus, oder? Ach nee, nein. Sieht sowas von verkehrt aus. Das sieht sehr gut aus. Und dann würde ich sagen, ja. Ja. Die muss ich jetzt hier irgendwie austauschen. Das heißt, die schiebe ich jetzt einfach alle einmal nach rechts. Dann kommt der hier rein. Kommt der hier hoch. Dann kommt der hier hoch. So, und dann kommt der hier so rein. Und der hier so rein. Dann kommt der hier wieder hoch. Dann kommt der hier runter. Dann kommt der hier dahin. Dann kommt der hier hoch. Dann kommt der hier hoch. Und dann kommt der hier hoch. So, leck mir, ich hab's. Etwas kommt aus der Mitte hervor und ich konnte den Text gerade nicht so lesen, weil ich voller Euphorie war. Nun kann ich zum Schmied gehen. Er wird wissen, was damit zu tun ist. Das ist das Meteoritenerz wohl. Stern? War das Meteoriten? Sternerz? Meteoriten? Stern? Stein? Erz? Mehr? Meteoritenschwert? Stern? Stein? Sternstaubschwert? Ach, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Endlich. Als ob er es auch immer wüsste, oder? Verdammt, wir können auch nicht mehr hochgehen. Ich würde gerne wissen, was die mit ihm gemacht hätten. Gemacht haben. So. Der Schmied hat mit großem Eifer mit dem Schmieden begonnen. Die Notizen, die ich in der Kathedrale von verrückten Maler bekommen habe,
erwiesen sich als äußerst hilfreich. Dam da da dam da dam. Ich habe nun das Schwert, welches aus Sternenerz geschmiedet wurde. Der Schmied hat ganze Arbeit geleistet. Sternenerz, meine Güte, nee, war das richtig. Jetzt reden wir garantiert nochmal mit dem. Stoße das Schwert in die Skulptur auf dem Hügel. Wenn die Geschichten wahr sind, dann sollte sich ein Durchgang eröffnen. Viel Glück. Dann gehen wir mal hoch. So, und an der Stelle sage ich auf jeden Fall fieserweise danke jedenfalls wieder fürs Zuschauen. Und ja, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge das Schwert in die Skulptur hineinrammen. Und ja, dann werden wir sehen, was passiert. Was uns für einen Durchgang öffnen wird. Denn hier stecken ja wohl schon einige Schwerter drin. Aber das scheinen wohl nicht die richtigen zu sein. Wir werden das garantiert mit dem richtigen machen. Und somit auf jeden Fall wieder danke fürs Zuschauen von Tormentum Dark Sorrow. Und ja, dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge, liebe Leute, liebe Freunde. Und ja, bis dann.